So, während die ersten Masterclasses losgehen, geht's hier bei uns im Kai-Studio weiter mit keinem Geringeren als mit Thomas Sattelberger. Thomas Sattelberger ist Top-Manager gewesen, war in diversen Vorständen, ist sehr bekannt geworden, dadurch, dass er damals bei der Deutschen Telekom die Frauenquote eingeführt hat, als allererster. Er ist dann publizistisch tätig gewesen. Mittlerweile ist er Politiker und er ist Schirmherr des Ideenlabors von Xing New Work, wo es unter anderem um den New Work Award geht. Und Thomas Sattelberger ist wahrscheinlich der Vordenker in Deutschland zum Thema Zukunft der Arbeit. Insofern freuen wir uns sehr, dass Thomas uns jetzt ein paar Gedanken mitteilt und seine Sicht auf das Thema Zukunft der Arbeit. Und wir werden danach auch noch über den New Work Award sprechen, der nämlich mit dem heutigen Tag wieder startet. Ich begrüße, ich glaube in Berlin, aus seinem Büro in Berlin. Ja. Berlin, gerade eine ganz spannende Stadt, da passiert ganz viel. Lieber Thomas, herzlich willkommen. The virtual stage is yours. Ja, lieber Mark Sven, ganz lieben Dank und liebe Gäste des New Work Experience 21. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein kann. Das Thema New Work hat ja doch nochmal einen richtigen Schub bekommen und meine persönliche Prognose ist, dass es, wenn wir die Corona-Krise gemeistert haben, aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus nochmal einen Schub bekommt. Ich möchte heute dieses schwierige Thema, was vor uns steht, möchte ich ein Stückchen einleiten mit meiner Keynote und sie hat den Titel Covid-19, schmerzliches Transformationslab für Individuen, Organisationen und Gesellschaften. Wenn wir ja über Disruption reden, dann reden wir üblicherweise im schumpeterschen Sinne. Nein, noch nicht. Noch bitte eins zurück. Wenn wir über Disruption reden, dann reden wir im schumpeterschen Sinne, dass eine Technologie die andere zerstört und eine andere ersetzt. An eine pandemische Disruption dachte Schumpeter überhaupt noch nicht. Aber sie ist natürlich viel umfassender und viel totalitärer. Sie attackiert Ökonomien, Volkswirtschaften, genauso wie den einfachen Freelancer. Sie verändert Schulsysteme, Handelssysteme, aber auch die Karrierenerwartungen eines Mechatronikers oder einer Maschinenbauerin oder Controllerin. Und vor dem Hintergrund würde ich gerne sprechen, dass das wirklich ein großes transformatorisches Laboratorium ist. Und nächste Chart bitte. Der berühmte Ethnologe Levi Strauss unterschied zwei Kulturtypen. Hier seht ihr den einen Kulturtyp, die heiße, die flüssige Kultur, eine Kultur, die ein Schmelztiegel der Kreativität ist, die offen ist für Modernisierung, die unfrozen ist, aufgetaut. Nächste Chart bitte. Und auf der anderen Seite ein Kulturtyp, der kalt ist, eingefroren ist, wo traditionelle Kulturmerkmale, Rituale und Riten konserviert werden sollen, wo der Status quo geschützt wird, eine vereiste Kultur. Und jetzt trifft natürlich ein heißes Virus in Deutschland auf eine kalte Kultur. Wenn ein heißes Virus auf eine heiße Kultur trifft, dann ist es ein Akzelerator, fast im produktiven Sinne. Wenn ein heißes Virus auf eine kalte Kultur trifft, dann ist es ein Schock. Nächste Chart bitte. So eigentlich ähnlich, wie wenn das kalte Maschinenhaus Deutschland und sein kultureller Zwilling Monokultur, Old Work, DIN A4-Normierung,
statt Varietät und Diversität und heiße Innovation, nächste Animation bitte, wenn dieser kulturelle Zwilling mit heißer Low-Touch-Economy und Softwarearbeit clasht. Next. So treibt im Grunde Corona zwei Sachen voran. Auf der einen Seite verändert Corona die Kultur der Begegnung von Menschen durch das Social Distancing. Auf der anderen Seite verändert Corona die Struktur der Wirtschaft. Egal ob im kontaktlosen Bezahlen, mit digitalen Bezahlsystemen, im Onlinehandel oder in einer roboterisierten Fabrik ohne den Mensch als Störfaktor. Low-Touch-Economy in der Corona-Zeit und Social Distancing sind Zwillinge. Und damit, nächste Chart bitte, damit beschleunigt sich und jetzt richtig schumpeterisch das Transformationstempo und die Herausforderung, neben dem alten Standbein Maschine und Auto neue Spielbeine, KI, Biotechnologie, Cleantech, New Space, tatsächlich in Bewegung zu setzen. Und das ist ein Riesenverlernprozess und ein Riesenneulernprozess. Denn eines ist klar, nächste Animation bitte, irgendwann wird unser Auto Kohle. Nächste Chart. Karl Weick, ein berühmter Organisationsforscher an der University of Michigan, hat sich mit diesem Prozess des Neulernens und zuvor des Verlernens intensiv auseinandergesetzt. Ich habe darüber schon einige Male berichtet. Er hat in den 90er Jahren untersucht, warum Dutzende Feuerwehrleute bei verheerenden Waldbränden in Colorado ums Leben gekommen sind. Natürlich sind sie nicht schnell genug gerannt, aber sie sind nicht schnell genug gerannt, weil sie ihr ganzes Handwerkszeug, Schaufeln, Axt, Seile, Planen, nicht abgeworfen haben. Und in tiefen psychologischen Interviews hatte er herausgefunden, dass für Feuerwehrleute ihre Gerätschaften Teil ihrer Identität sind. Und aus dieser Erkenntnis, dass Menschen in Krisenzeiten ihre alten Handwerkszeuge nicht wegwerfen, hat er den allegorischen Spruch geprägt: Drop your tools. Werf dein altes Handwerkszeug weg, wenn du in kritischen Situationen und Phasen bist. Nächste Chart, bitte. Gesellschaften hatten immer schon ihre Drop-Your-Tool-Vordenker. Auf der einen Seite ein Mann, den ihr hier seht, wie Rousseau, Vordenker und Fortreiter der bürgerlichen Revolution, der gegen die Unmündigkeit und Abhängigkeit des ursprünglich freien Menschen antrat. Oder Voltaire, der dafür kämpfte, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Das waren Vorreiter und Vordenker der bürgerlichen Revolution. Aber es gab natürlich auch Vordenker und Vorreiter des Sozialismus. Auf der einen Seite Saint-Simon. Er war Vorreiter genossenschaftlicher Wirtschafts- und Lebensmodelle. Und Charles Fourier war sogar jemand, der das bedingungslose Grundeinkommen gefordert hat. Diese beiden wurden utopische Sozialisten genannt. Und natürlich, nächste Chart bitte, haben wir auch Vordenker künftiger Transformationen.
die Denkerinnen und Denker von heute. Manuel Castells, der die visionäre Netzwerkgesellschaft beschrieben hat. Oder Jeremy Rifkin, der sehr früh die Circular Economy thematisiert hat. Oder Marilyn Waring, die Begründerin feministischer Ökonomie und Care Work, Sorgearbeit. Oder Friedhof Bergmann, der Arbeit neu dachte. Und alle diese vier Denkerinnen und Denker betonen, wie die Vordenker in der bürgerlichen Revolution und wie die utopischen Sozialisten betonen das Humane in der Zukunft. Nächste Chart, bitte. In dieser Auseinandersetzung über Zukunft gibt es aber auch Debatten, die nicht das Humane der Zukunft betonen, sondern die Technologie der Zukunft und damit tech-geprägte Welten für Deutschland, für die Welt, für die USA skizzieren. Und natürlich ist die Frage hochinteressant. Wo stünde Deutschlands Industrie 4.0 heute, wenn sie im Silicon Valley geboren wäre? Ist das ein Traum oder ist das ein Albtraum? Nächste Animation. Meine Antwort heißt, Deutschlands soziale Marktwirtschaft muss sich nicht dem US-Weg, aber der Plattformökonomie öffnen. Wir wollen nicht den Weg gehen der Tech-Elite in den USA, die sich als die neuen Herrscher der Welt sehen, sondern wir wollen technologische und soziale Welt gemeinsam gestalten. Nächste Chart, bitte. Der deutsche Weg kann nur heißen, sich auf der einen Seite der Plattformökonomie zu öffnen, diese aber sozial einzuhegen. Weil sonst der Weg in eine humane, in eine soziale wie ökologische Marktwirtschaft nicht geebnet wird. Weil wir sonst im Grunde entgrenzte Arbeit 4.0 haben, wie in Zwiebelschalen, Clickwork, Gigwork, Roboterisierung, Mensch nicht als Kollege, sondern als Diener des Roboters. Oder wir haben feudale Datenmonopolisten. Oder wir haben eine datenvernetzte Welt, die schutzlos ist gegen die Behavioral Analytics der Datenkraken. Bis hin zu Technodiktaturen, wo es dann ja fast egal ist, ob sie feudal kapitalistisch sind oder feudal sozialistisch. Im Grunde ist das ein Horrorszenario von New Work, New Business und New Society. Und natürlich muss unser gedanklicher Weg heißen, wie schaffen wir ein Optimismus-Szenario, und zwar nicht nur als Narrativ, sondern wirklich als Pfad, den wir auch gehen, der im Grunde ein Optimismus-Szenario von New Work, New Business und New Society setzt. Und diese Frage wird in der Nach-Corona-Zeit drängender denn je. Nächste Chart. Ich sehe vier große Handlungsfelder einer humanen Marktwirtschaft. Das ist mit Sicherheit nicht vollständig, aber ich habe mal so aus meiner Sicht eher intuitiv die vier Felder rausgegriffen. Auf der einen Seite hier das Thema
soziale Sicherung von New Work, aber auch das Thema Chancengleichheit in der digitalen Welt, das Thema menschenzentrierte Arbeit in der digitalen Welt und das Thema Nachhaltigkeit und ökologische Wende. Und wenn wir noch in die soziale Sicherung von New Work hineingehen, dann geht es zum einen um die Freiheit für Freelancer und für Solo-Selbstständige. Denn sie sind ja im Grunde der Humus der Marktwirtschaft. Es geht aber auch und gerade für Menschen, die zunehmend mehr Rechte in der Arbeit haben, um eine Renaissance der Mitarbeiterbeteiligung. Und zwar nicht nur über Aktienbeteiligung, sondern auch und gerade über Aktivscheine in mittelständischen und kleineren Unternehmen, die steuerlich vergünstigt sind. Es geht um Stock Options für Startups. Es geht natürlich auch um ein soziales Sicherungsnetz für Crowdwork und für Servicearbeit. Sozialabgaben für Clickwork. Und es geht um Formen des Machtausgleichs in der Plattformökonomie. Von Mediationsstellen für die HelloFresh-Arbeiter über Organisationsfreiheit hin zu gewerkschaftlichen oder gewerkschaftsähnlichen Organisationen bis hin zu der Frage, dass es nicht nur ein einseitiges Reputationsranking des Gig-Arbeiters oder des Clickworkers geben darf, sondern auch des Auftraggebers. Und wenn wir jetzt in die Chancengleichheit reingucken, dann geht es natürlich um eine ganz andere Form beständiger Teilnahme und Teilhabe an inklusiver Wirtschaft und Bildung. Um Brücken in den Arbeitsmarkt, die schnell sind, die agil sind, um Brücken in die Berufsausbildung, gegebenenfalls über Teilqualifizierungen, die schnell und agil sind. Es geht aber auch in der Chancengleichheit um die Diskriminierungsfreiheit. Und ich habe mal ein Thema wirklich rausgegriffen und provokativ reingesetzt, um Raum für Feminismus. Es geht um ein reformiertes erstes Bildungssystem und natürlich für ein neues zweites Bildungssystem, nämlich des lebenslangen Lernens, steuerfinanziert über individuelle Bildungsgutscheine oder Bildungsfonds. Und natürlich die Nachhaltigkeit rechts unten. Harte Antitrust-Regeln für die Internet-Goliaths. Eine positive Diskriminierung von Start-ups in den Vergabeprozessen. Lieferkettenverantwortung, aber mit unbürokratischen Digitallösungen. Die Stärkung von Ökologie und Cleantech durch die Einpreisung von Langzeitfolgen. Schwach begonnen heute mit dem Emissionshandel. Und natürlich Environmental, Social und Government Standards bei der Rechnungslegung und Experimentierräume für die Gemeinwohlökonomie. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, und der ist fast ein philosophischer. Der ist nicht so handwerklich zu beschreiben. Es geht um die Souveränität in der Arbeitswelt. Es geht um Strategiebeteiligung von Menschen. Es geht um Machtausgleich durch direkte Partizipation in einer erneuerten Sozialpartnerschaft. Eine Mitbestimmung muss damit umgehen können, dass ein dritter Spieler aufs Spielfeld kommt, nämlich das Individuum oder das Team. Und dass es nicht nur die Repräsentanten, die Manager und die Betriebsräte sind, die die Geschicke bestimmen. Und damit kommen wir rein in eine Art Corporate Citizenship Philosophie, die eigentlich die Google-Mitarbeiter wunderschön formuliert haben,
als sie gegen Pentagon-Projekte demonstriert haben. Sie haben nämlich gesagt, wir sind nicht nur Mitarbeiter, wir sind auch Eigentümer. We are not just employees, we are owners. Bewegungsfreiheit für neue Geschäftsmodelle und eine Technologie, die human by design ist. Das heißt, wo der Mensch von vornherein als Partner für den Roboter, für den Automaten gedacht ist und nicht als Diener. Ja, liebe Freunde, ich bin jetzt sozusagen in einer schnellen Runde durch eine ganz große Thematik gegangen, wie Corona beschleunigt das Thema nicht nur Social Distancing, sondern auch Low-Touch-Economy, wie dieses Thema wahrscheinlich 5 oder 10 Jahre früher sozusagen in der Konsequenz für das System Arbeit auf uns zukommt, habe dann über die Vordenker alter und neuer Welten gesprochen. Und insbesondere die neuen Welten skizzieren ja jeder in seiner Art und Weise, jede in seiner Art und Weise, skizzieren ja einen Blickwinkel auf diese neue Welt, obwohl diese Vordenker oft kritisiert und attackiert werden, und habe zum Schluss noch mal deutlich zu machen versucht, dass die humane Marktwirtschaft eigentlich der dritte Weg sind zwischen einem feudalen Kapitalismus, wie wir ihn zum Teil in den Valley. Ja, lieber Thomas, ich glaube, wir sind jetzt wieder mit dir verbunden und ehrlich gesagt, wer kennt das zurzeit nicht, dass das Meeting abbricht oder man irgendwie stumm geschaltet ist und oder wie auch immer. Insofern ist das, glaube ich, irgendwie sind das die Tücken des Live-Events, mit denen wir jetzt auch umzugehen haben. Aber ich glaube, wir sind wieder verbunden. Kannst du mich hören, Thomas? Ja, ich kann dich gut hören. Sehr gut. Lieber Thomas, du warst gerade bei dem allerletzten Chart und ich glaube bei deinem letzten Punkt. Insofern, wenn du magst, würde ich, damit wir wieder ins Thema kommen, vielleicht versuchen, eine Anschlussfrage zu stellen, weil ich glaube, die leitet ganz schön aus deinem Vortrag raus. Dein Vortrag ist für meine Begriffe ein typischer Thomas Sattelberger gewesen. Eine Tour de force voller Gedanken, Ideen, abgewogen, ausgewogen, historisch hergeleitet. Wir kennen Risiken, wir kennen Chancen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Corona. Wir sprechen von New Work. Ich versuche mal eine Interpretation des Begriffes New Work. New Work ist eine Arbeit, in der der Einzelne nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern immer auch Selbstzweck. Der in einer Umgebung arbeiten kann, in der prosperieren und sich entwickeln kann, was ihn erfolgreich macht, was das Unternehmen erfolgreich macht. Oder frei nach Friedhof Bergmann viel kürzer, eine Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass diese Pandemie ein furchtbares Ereignis ist. Aber siehst du, wenn du 2, 3 Jahre in die Zukunft schaust, mit deiner Erfahrung und deiner Perspektive, siehst du die Chancen für das Thema New Work, also siehst du die Entwicklung eher positiv? Gehst du optimistisch in die Zukunft? Du sprachst davon, wie schaffen wir ein Optimismus-Szenario für New Work? Siehst du es optimistisch oder wie wägst du Chancen und Risiken gegeneinander ab? Also es kommt im Grunde etwas zum Tragen, was wir bisher in der New Work-Debatte nicht diskutiert haben. Wir haben ja New Work bisher mit Demokratisierung, mit Souveränitätsmodellen, mit Teilhabemodellen etc. verknüpft. Corona führt zum zweiten Begriff von New Work, neue Arbeit. Die Low-Touch-Economy schafft neue Formen der Arbeit. Und das wird natürlich, das wird der HelloFresh Ausfahrer sein, wie der DHL-Kurier, wie der teuer bezahlte Clickworker oder der prekär bezahlte Clickworker.
Und also das wird die erste Konsequenz sein, dass wir es mit mehr Vielfalt im System Arbeit zu tun haben. So, zweitens, ich bin fest davon überzeugt, dass natürlich die etablierte Wirtschaft eher in ihren alten Krisenmodus überwiegend zurückfällt und im Grunde harte Restrukturierung macht. Aber ich kann mir wirklich bestens vorstellen, und wir sehen das ja häufig in softwarebasierten Branchen und Industrien, dass Arbeitskultur eine ganz andere Bedeutung hat, sodass wir im Grunde fast ein K haben. Etwas, was prosperiert, wächst und gedeiht, nach vorne kommt, sich neu entwickelt und ein K-Zeichen, das nach unten geht, Stagnierung und Schrumpfung. Das wäre meine im besten Sinne realistische Antwort. Wenn du vom Schrumpfen und vom Prosperieren sprichst, gibt es da eine Korrelation zu den Bedingungen von Arbeit in den jeweiligen Bereichen? Also wird es Auswirkungen haben, wie ich Arbeit organisiere, ob ich zu den schrumpfenden oder prosperierenden Unternehmen gehöre, oder sind das komplett andere Perspektiven und Kräfte, die da wirksam werden? Die New Work-Forschung ist ja leider noch ein bisschen unterentwickelt, aber es gibt nicht wenige Studien, die auf eine ausgeprägte Korrelation hinweisen von Innovation und New Work im Sinne von Partizipation, Teilhabe, von Antidiskriminierung, von Chancenfairness, wie auch immer. Also da gibt es wirklich inzwischen gute Studien dazu, die mich da sehr positiv stimmen. Übrigens bei Kununu ist ja auch wunderschön rausgekommen, dass eigentlich die Medien- und Softwarebranchen eine deutlich bessere Arbeitgeberattraktivität und einen besseren Ruf bei ihren Mitarbeitern haben als beispielsweise der Maschinen- und Anlagenbau. Also das sind schon empirische Evidenzien, die darauf hindeuten, dass Arbeitskultur und Prosperität eng zusammenhängen. Das würde ja auch bedeuten, dass die Unternehmen, die eher, sagen wir mal, auf dem absteigenden Ast sind, populär zu formulieren, größere Schwierigkeiten haben dürften, Talente für sich zu gewinnen. Gerade auch, weil total transparent ist, herauszufinden, wie ist eigentlich die Arbeitskultur in Betrieb A oder B. Warum, wenn ich ein junges Talent bin oder überhaupt ein Talent bin, soll ich mich für die sozusagen Branche entscheiden oder für das Unternehmen, was in Schwierigkeiten steckt und schlechtere Arbeitsbedingungen hat? Wird das eine Mechanik sein, die in Zukunft eine größere Rolle spielt? Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die mögliche digitale und soziale Spaltung. Und dass wir, denn natürlich die Digitalisierung führt zu einer Ausdünnung in der Mitte und eher zu zwei polaren Bereichen. Und das Wichtige ist ja eigentlich, ob wir als Nation dazugehören, die den prekären Bereich kleiner machen können, dadurch, dass wir schlicht und einfach innovations- und lernfähiger sind. Also da würde ich im Grunde das Hauptaugenmerk drauf richten. Wir wissen übrigens auch aus OECD-Studien, dass erst wenn die Lernfähigkeiten aller Bevölkerungsschichten wirklich erschlossen sind, eine Nation prosperiert und gedeiht. Also es ist kein elitäres Thema, sondern es ist ein Thema, das sich durch alle Bevölkerungsschichten durchzieht. Und dort, glaube ich, müssen wir richtig Hand anlegen bei diesen Verlern- und Umlernprozessen. Jetzt bist du ja, Thomas, ich habe schon gesagt, wir sprechen mit dir in Berlin. Du bist Bundestagsabgeordneter. Welche Aufgaben stehen vor der Politik? Was empfiehlst du, was siehst du für Bedingungen, die zu schaffen sind, um genau diesen Weg zu gehen, den du beschreibst? Also wenn man jetzt diese vier Handlungsfelder nochmal vor sich hat,
dann ist ja das linke obere Feld, heißt Bedingungen schaffen, dass neue Berufe und Tätigkeiten, die entstehen, ein Stück eingebettet sind in soziale Sicherungssysteme. Das wird eine große Herausforderung sein. Denn das fängt schon damit an, ob das Fahrrad vom Auftraggeber gestellt wird oder vom Auftragnehmer. Und da finden juristische Prozesse statt in London und in Berlin zu solchen ganz zentralen Fragen neuer Arbeit. Aber das wird eine Schlüsselfrage sein. Und ich bin inzwischen, ich habe eine Weile gebraucht, aber ich glaube, dass wir in einer moderierten Art und Weise Mitbestimmungsrechte für diese neue Arbeit geben müssen. Wenn man jetzt nach rechts guckt, dann ist für mich dieses zweite Bildungssystem ein Schlüsselthema. Denn natürlich über steuerfinanzierte, steuergeldfinanzierte Bildungsfonds, sei es, dass Steuergeld gegeben wird oder dass bestimmte Bildungssachen nicht so besteuert werden, dass das ein Schlüssel ist, sozusagen fürs lebenslange Lernen. Und wenn man jetzt in den dritten Bereich rechts unten geht, dann sprechen wir tatsächlich auch hier über Gesetze gegen Monopole und Trusts. Wir sprechen von Umweltschutz und Klimagesetzgebung, von der Frage, wie wird der Emissionshandel ausgeweitet. Und wir sprechen vielleicht über neue Formen der Rechnungslegung, die dann sozusagen auch dann die Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen beeinflusst. Aber das muss ja sozusagen eingebettet sein in den gesetzlichen Rahmen. Bei dem linken unten, das ist für mich der philosophische Sektor. Also da sehe ich im Grunde die Kulturarbeit als prägend. Aber in allen anderen drei Feldern ist Politik gefordert. Aber jetzt sage ich was Trauriges. Natürlich, ich habe eine Grundannahme getroffen, dass sich Deutschland der Plattformökonomie öffnet. Die allermeisten Politiker und Politikerinnen sind sich über die Dynamik der Plattformökonomie gar nicht bewusst. Und sie sind eher abgeschreckt von Amazon und erleben jetzt, dass es ohne Amazon-Modelle gar nicht ginge in der Pandemie. Das heißt, da trifft ein heißer Virus auf eine eiskalte Kultur. So, und das liegt auch in der Berliner parlamentarischen Szene auf eine eiskalte Kultur. Ja, lieber Thomas, da finden gerade Lernprozesse statt. Lieber Thomas, das klingt nach vielen Aufgaben für die Politik. Und wenn man sich die Debatten, die gerade Stichwort Parteivorsitz, Kanzlerkandidatur etc. geführt werden, so vor Augen führt, sind diese Themen, die du gerade ansprichst, wirklich welche, mit denen man sich beschäftigen sollte. Aber ich höre da nicht allzu viel von. Insofern hoffe ich sehr, dass du dir Gehör verschaffen kannst im Bundestag und weiter sozusagen die Fahne dieses Themas hochhältst. Aber ich habe ja gesagt, du bist nicht nur in meiner Anmoderation, habe ich gesagt, du bist nicht nur heute Bundestagsabgeordneter, sondern auch Schirmherr des Ideenlabors, der New Work SE. Und wir gehen, glaube ich, in diesem Jahr in die 8. Verleihung des New Work Awards. Das ist sozusagen der Oscar zum Thema New Work. Der ist mal ganz klein gestartet. Die Idee war, Unternehmen und Einzelpersonen eine Bühne zu geben, die zukunftsweisende Dinge tun in Sachen New Work. Und das ist mittlerweile ein richtig großer Preis geworden. Und die zentrale Frage ist, was heißt eigentlich all das, was du beschrieben hast, was heißt das, was Corona gemacht hat für den New Work Award, der heute in seine nächste Runde geht? Magst du das mit uns teilen, lieber Thomas? Ja, also zuerst mal auch noch mal ganz lieben Dank, dass ich über all die Jahre an dieser evolutionären Entwicklung habe mitmachen dürfen. Weil da kommt ja dann sozusagen in der Verleihung eines Awards
kommen theoretische Konzepte auf dem Asphalt an und werden Realität. Also wir werden in diesem Jahr einige Neuerungen haben, keine revolutionären, aber doch dann solche, die wichtig sind für den Wettbewerb. Wir werden drei Kategorien haben. Also damit wird es wieder vereinfacht. Auf der einen Seite, wie bisher schon, den New Worker und die New Workerin, da werden Einzelpersönlichkeiten ausgezeichnet, die Signifikantes zur Debatte oder zur realen Entwicklung beitragen, egal ob sie jetzt Umsetzer sind, Aktivist sind oder ein verborgenes Juwel, egal ob in Unternehmen oder als selbstständige Unternehmerinnen. Sie leben halt New Work. Das wird diese New Worker-Idee wird wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle haben. Zum Zweiten haben wir einige Kategorien zusammengefasst, wieder in das Thema New Work Teams. Da wollen wir Startups, Unternehmen, Institutionen, Verbände, egal ob Profit oder Not-for-Profit, auszeichnen, die Arbeitswelt verändernde, innovative Lösungen gefunden haben. Und das ist sozusagen wieder im Grunde das Gleiche wie der New Worker und die New Workerin, nur als Team oder als Organisation oder als Vereinigung. Und dann haben wir eine Spezialkategorie des Ideenlabors und wir haben die mal Zukunftswürfe genannt. Und da darf man denken. Und es muss noch nicht auf dem Asphalt der Realität angekommen sein. Und ausgezeichnet werden da Konzepte für eine gerechte, tragfähige und nachhaltige Arbeitswelt, die gängige Hypothesen in Frage stellen, die gängige Routinen und Erklärungen attackieren und die das Potenzial haben, als Idee neue Veränderungen anzustoßen. Also die Konzepte müssen noch nicht explizit umgesetzt sein. So, drei Awards für die Einzelpersönlichkeit, für das Team, das Kollektiv, das Unternehmen und für die Denkerinnen und Denker, die wirklich im wahrsten Sinne wie meine utopischen Sozialisten oder meine Vordenker für die bürgerliche Revolution im Grunde neue Zukünfte angedacht haben. So, und wir werden dann nochmal vom Zeitlichen her die Bewerbungsphase, die ist lange, vom 1. Mai bis Mitte Juli. Dann kommt die Juryphase, die immer sehr, sehr intensiv ist, weil ja Hunderte von Bewerbungen angeschaut werden, studiert werden. Die Jury-Sitzung am 13.09. Dann wird das ganze Thema der Community zur Abstimmung, zum User-Voting gegeben, der Xing-Community, und die Preisverleihung findet dann Ende Oktober statt. Und wir haben natürlich auch noch ein paar Neuerungen im New Work Award-Prozess für dieses Jahr. Auf der einen Seite, wir erlauben es jetzt Dritten, potenzielle Kandidaten zu nominieren. Die fragen wir natürlich dann nach ihrem Einverständnis. Aber Dritte können jetzt sozusagen sagen, der oder die oder diejenigen oder die Firma oder das Konzept wirklich, das muss in den Prozess. Zum Zweiten, einige von euch kennen ja das österreichische Start-up, das mit dem Story-Portal Story One operiert, wo im Grunde Menschen ihre Geschichten erzählen und die Bewerbungen werden quasi als Stories
über Story One publiziert und aus der Nominierungsliste wird am Ende ein Buch gebunden. Das heißt, das wird nochmal sozusagen eine ganz andere Art und Weise medialer Aufmerksamkeit auf den NWA-Prozess richten. Und last not least, und das ist wirklich ein Beitrag zur Transparenz, werden wir die Jury-Sitzung streamen, sodass alle, die reingucken wollen, wie durch eine gläserne Wand im Grunde sehen, wie wir diskutiert haben, wie wir zu unserer Entscheidungsfindung gekommen sind, die ja noch nicht die letztliche ist, sondern dann entscheidet ja die Community. Aber damit ihr seht, wie intensiv die Jury an diesem Thema arbeitet. Das sind die drei großen Themen, die ich euch noch mal kurz vorstellen wollte.